Hola, encima, ha, Alua. Oder auf Deutsch, schau mal da oben, da ist der Mond. Denn heute geht es um die Programmiersprache Lua, was der portugiesische Begriff für Mond ist. Die 1993 erschienene Skriptsprache dient zum Einbinden in andere Programme, um diese leichter weiterzuentwickeln und warten zu können. Eine der wichtigsten Eigenschaften Luas für diese Funktionalität ist die geringe Größe des Script-Interpreters, der für die Ausführung des Quellcodes zuständig ist. Dieser ist selbst unkomprimiert gerade einmal 1,1 Megabyte groß. Lua wird zudem das Programmiersprachenparadigma der imperativen Programmierung zugeschrieben. Das bedeutet, dass ein Programm aus einer Folge von Anweisungen besteht, die vorgeben, in welcher Reihenfolge etwas vom Rechner getan werden soll. Die drei Entwickler von Lua, Roberto Isciolaminski, Waldemar Celes und Luis Henrique de Figueiredo, die an der päpstlichen katholischen Universität in Rio de Janeiro für das Projekt der Computer Graphics Technology Group arbeiten, haben mit der Skriptsprache eine freie Software geschaffen, die dazu noch plattformunabhängige Programme erstellen kann. Wie schon erwähnt, wird Lua neben eigenständigen Programmen auch zur Einbettung in andere Software genutzt. Häufig werden auch einzelne Bestandteile von Computerspielen mithilfe von Lua umgesetzt. Beispielsweise nutzt die bekannte Modifikation Computercraft für das populäre Spiel Minecraft die Sprache, um den Nutzer eigene Skripte für die Ingame-Roboter schreiben zu lassen. Aber Lua lässt sich auch in Garry's Mod, World of Warcraft, Adobe Photoshop Lightroom, Wireshark und dem VLC Media Player wiederfinden, um unterschiedliche Funktionen umzusetzen. Vor allem in Kombination mit C oder C++ lässt sich Lua gut verwenden. Also, fassen wir kurz zusammen. Lua ist leicht zu lernen, klein und kompakt, vielseitig einsetzbar und kann einfach in andere Applikationen eingebunden werden. Daher stellt man sich eventuell die Frage, warum Python, was ziemlich ähnlich ist, wie ihr in dem noch kommenden Video über Python lernen werdet, so viel erfolgreicher und verbreiteter ist. Der Grund liegt wahrscheinlich daran, dass das Ziel von Lua ist, die Sprache klein zu halten, eben damit es eingebunden werden kann. Daher ist es ein wenig aufwendiger, Dinge zu tun, die beispielsweise in Python sehr leicht durchzuführen sind. Man muss unzählige Libraries nutzen, um die gleichen Funktionalitäten zu erreichen, und das hält viele davon ab, ihre Projekte in Lua zu erstellen. So schlecht schlägt sich Lua dann aber doch nicht. Immerhin belegt es den 27. Platz des DOE-Index. Letztendlich empfehle ich absoluten Programmieranfängern lieber, Sprachen wie Python, Java oder C-Sharp zu lernen und erst nach einigen anderen Programmiersprachen in Betracht zu ziehen, Lua zu lernen. Das ist darin begründet, dass Lua eher dazu gedacht ist, in Applikationen geschrieben in anderen Programmiersprachen eingebunden zu werden. Deswegen ist es sinnvoller, andere Sprachen vorher zu kennen, um Lua überhaupt darin einbetten zu können. Wie immer ist dies aber keine verbindliche Anweisung. Jeder kann natürlich das tun, was er will. Dazu leben wir ja in einer Demokratie. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und vielleicht sehen wir uns ja in der nächsten Woche bei einer weiteren Programmiersprache wieder. Übrigens, die Hälfte der Serie haben wir hinter uns auf weitere 10 Wochen.